Ich feiere das so hart weg gerade, ne? Unglaublich. Jawohl. Scheiße, da ist sogar Pfeffer drin. Und Meersalz. Er leckt mich am Arsch. Ist das nice? Das gibt's doch gar nicht. Ich muss jetzt mir hier eins zusammenkochen, ne? Leute, willkommen zu einem neuen Video am Mittwoch. Ich habe einen ganzen Haufen an Frachtpapiere, denn ich komme gerade aus Düsseldorf zurück und habe mitgebracht, endlich, ihr seht es schon am Titel, die Küche ist da und ein anderes Ablauf. Und ich habe mir gedacht, heute, komm, ich muss jetzt ein bisschen Gas geben, bevor gleich wieder die Sonne untergeht. Wir haben ja Winter immer noch. Baue ich das Ding ein. Es geht los. Aber Moment. Bevor ich jetzt anfange, hinten die Küche einzubauen, muss ich euch noch sagen, was hier in der Mitte passiert ist. Ich habe das Bedienteil jetzt hier oben eingesetzt. Vorher war es ja hier unten platziert, aber es war von der Lichtreflexion ja irgendwie scheiße. Ihr habt es in dem letzten Teil gesehen, wir haben angefangen, irgendwie dieses Ding hier auszuschneiden und dann quasi oben dieses Bedienteil einfach nur eingesetzt. Funktioniert bombastisch. Die Kannleitung wurde hier einfach nach oben gelegt und diese komischen Symbole habe ich mir ausgedruckt und hier reingesetzt. Sehr nice. Jetzt wisst ihr, da ging es auch weiter. Das Ding läuft soweit, was mich so ein bisschen ärgert. Ihr habt es vielleicht auch in dem Video gesehen, wo ich die Lightbars vorgestellt habe. Hinten ist die tatsächlich mir ein bisschen zu dunkel. Das heißt, die strahlt zwar gut ab, aber viel zu weit. Das heißt, ich habe hier quasi gar kein Umfeld. Deswegen muss ich mir da noch so ein bisschen was einfallen lassen. Aber ist auch egal, wir machen heute ja die Seitenteile dran und die Küche. Und vielleicht können wir uns schon direkt was Geiles kochen. Ich weiß es nicht. Es kam auf jeden Fall aus Düsseldorf. Die Frage der Fragen ist, ich glaube, ich steige jetzt erstmal mit diesem ganz leeren Fach ein. Ich habe jetzt für beide Seiten quasi Fächer. Einseitig wird es ein Fach für Taschenlampen und so weiter. Und andere Seite kommt halt diese Küche rein. Damit wir schon mal ein bisschen warm werden, steigen wir am besten erstmal mit der Seite ein. Ah, mein Gott, das ist dann auch schon gutes Gewicht, ne? Jawoll. Ich bin so geheilt, das hat ultra lange gedauert. Die Abwicklung am Flughafen war jetzt nicht so die optimalste. Ihr kennt es vielleicht, wenn ihr schon mal was per Luftfracht bestellt habt, dauert es ultra lange, um die ganze Sache abzuwickeln, damit ihr irgendwann mal euer Produkt kriegt. Aber in dem Fall, ui, sieht es eigentlich richtig, richtig nice aus. Hier sind irgendwie noch so ein paar Inlays drin, wo ich wahrscheinlich Sachen dranhängen kann. Und das ist quasi jetzt einfach nur so ein einfaches Stahlgestell, was wir jetzt quasi da einhängen können. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stück, die wir festschrauben können. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stück. Das ist eine kleine Delle drin an der Stelle, aber ich glaube, die zieht sich gleich raus. Dieses ganze Smart Canopy hier von RSI ist wirklich modular aufzubauen. Ihr seht, wir haben schon die vorgefertigten Montagepunkte, müssen das Ding jetzt nur noch aufdrehen hier. Und dann hängen wir das Teil ein, schrauben die Schrauben drauf. Und dann ist das eigentlich schon erledigt. Aber es wird, glaube ich, echt tricky, das jetzt alleine zu tun. Aber wir versuchen unser Bestes. Weil das Ding ist ja jetzt auch nicht tonnenschwer, ne, glaube ich. Wenn ihr das Basisset kauft, habt ihr ja diese vormontierten Punkte da. Und jetzt ist natürlich dummerweise die Mutter unter dieser Abdeckung drin. Das heißt, bevor ich jetzt anfange, hier wild die Dinger rauszupacken, nehme ich einfach neue Schrauben, die glücklicherweise dabei waren, und werde die einfach direkt ansetzen. Unterlegscheibe haben wir und eine M6 Mutter, würde ich sagen. Ich würde jetzt eiskalt dieses Ding da drunter stellen als Stabilisierung. Wobei, das wird wahrscheinlich nicht wirklich gut funktionieren, aber trotzdem, da ist die Kipplast nicht ganz so hoch. Und dann hängen wir das Ding einfach da drüber ein und dann ist das gut. Der Plan könnte aufgehen, was das zu schwer. Scheiße. Okay, ich glaube, für die zweite Seite brauche ich wirklich Support. Aber, komm, die Idee ist doch super. Tja, jetzt ist hier natürlich nur die Frage, Mutter drauf, wir können das ja erstmal grob einhängen. Das müsste aber funktionieren. Oh, wir brauchen die Mutter. Über die Kante heben. Da sieht das gut aus. Mal gucken, ob wir das oben irgendwie dran kriegen. Hier ist er noch nicht so überzeugt, was er hier tut. So. Ja. Nice. Richtig nice. Irgendwie hat das was mit diesen komischen Haltern. Ich weiß echt noch nicht, wofür die hier so sind, aber die sehen irgendwie geil aus. Richtig nice und richtig schön tief. Krass. Auch in schwarz gehalten. Jetzt muss ich die Dinger nur noch anziehen, aber glücklicherweise habe ich schon das passende Set dabei. 13er? 10er? Nee, ich würde sagen 10. Wir fixieren das Ding jetzt erstmal in der Mitte. Ja, die sieht so ein bisschen mitgenommen aus irgendwie, aber na gut, solange es hält, ist halt der Geiz. Was ist das fett, ey? Das sieht so geil aus. Ich weiß gar nicht, wie viel Ladefläche wir hinterher noch haben, wenn die diese Fensterchen drin hängen, aber die knallen. So, jetzt hier noch kein Mist hier. Hallo. Scheiße, ist das geil. Leute, Fach ist fest. Schick.
Das heißt, auf dieser Seite hatte ich geplant, eventuell einen Stromwandler reinzusetzen oder Taschenlampen hier direkt zu montieren. Und wir brauchen hier oben auf jeden Fall noch Licht. Ich wollte die ganze Zeit schon früher Licht auf der Ladefläche installieren, weil ich echt leid bin, dass man hier, oh, ist aber echt eng geworden hier, nicht mehr so super viel sieht, gerade in der Dunkelheit, weil wir haben ja quasi gar kein Ladeflächenlicht. Aber ja, ich musste halt warten, bis die ganzen Sachen da waren, weil jetzt wissen wir auch, wo wir die Kabel langlegen müssen. Das heißt, der nächste Teil wird sein Lichtinstallation oder der nächste Teil wird sein erste Mal Übernachtung mit diesem wundervollen Auto hier. Mein Gott, schick. Okay, das Ding ist also jetzt fertig. Ich würde sagen, jetzt kommt der spannende Teil. Wir sind warm. Wir können die Küche einbauen. Eingepackt. Ah, da die Küche und da ein Fahrwerk. Grüße gehen raus übrigens an Bommel. Das ist dein Formotion-Fahrwerk, was ich als Ersatzteil hier noch liegen hatte. Wollte ich dir schon längst zugeschickt haben, habe ich aber immer wieder vergessen. Deswegen also stay tuned, hab ein bisschen Geduld, dann schicke ich dir diese ganze Geschichte noch zu. Hier Fahrwerksfedern vorne und da hinten liegen noch die Hinterachsfedern. Aber ihr wisst ja, das ist jetzt nicht wichtig. Wichtig ist jetzt, dass auf dieser Seite die Küche drauf kommt. Wir haben jetzt hier das Ding komplett leer. Ich habe es ja gerade erklärt. Wir haben hier diese Pinne, die bereits vormontiert sind, das heißt M6-Gewinde. Wir müssen jetzt nur noch quasi das Ding da gleich hochkriegen, diese Riesenküche, und irgendwie einhängen. Ich glaube, die ist ein bisschen schwieriger als dieses Fach da drüben, weil das Fach da drüben ist ja grundsätzlich leer, das ist ja nur irgendwie so ein Blechkasten. Aber hier könnte es ein bisschen enger werden. Wenn wir aber die erste Schraube drin haben, dann sollten wir es hinbekommen. Ey, komm, das sieht cool aus. Dann fällt da fast gar nicht auf, das Ding. Wollt ihr einen Blick in die Küche werfen? Ich bin so heiß darauf, jetzt zu wissen, was sich in dieser Küche befindet. Ich habe tatsächlich jetzt ein paar Monate darauf gewartet, weil es ultra kompliziert war mit diesem ganzen Versand, mit diesem Shipment direkt aus Afrika. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie kompliziert das am Zoll ist. Wer mir auf Instagram folgt, hat es gesehen. Es war ultra kompliziert, dass man für ein paar Euro Zollgebühren, ich glaube 130 Euro Zollgebühren, erstmal sich 3 Stunden auf diesem Flughafen aufhalten muss, damit man irgendwann dieses Paket bekommt. Aber es ist da. Wir gucken jetzt da rein. Jobcard 1942. 28.10.19. So lang, ey. Krass. Ich traue mich gar nicht, jetzt mit meinem super neuen Fiskas-Messer da reinzugehen, weil ich jetzt nicht weiß, wie tief das geht. Ta-ta-ta-ta. Wir können die ultimativen Partys feiern. Das ist geil, ey. Mit Tassen dabei. Mit allem Schnick und Schnack. Da oben. Ich glaub's nicht. Ich feiere das so hart weg gerade, ne? Unglaublich. Unglaublich. Unfassbar geil. Dieses System hier. Scheiße. Und dahinter sind noch mehr geile Sachen. Kitchen Inspire. Ich glaub's jetzt nicht. Eine Teekanne. Ha, da kann der Fritz einpacken mit seinen komischen, kleinen, komischen, ausziehbaren Disco-Koffer hinten. Wir haben noch Boxen dabei. Oh. Das muss da rein. Das muss da rein. Glücklicherweise hat er die Ronin und auch die Phantom 4 einen Koffer. Und das sollte theoretisch, wenn ich das mir so anschaue, exakt passen, dass wir quasi hier das Ding drauf abstellen und dann können wir es ganz entspannt festschrauben. Das könnte passen. Ja, leicht ist auf jeden Fall anders. Aber irgendwie. Okay, man muss sich ja auch irgendwie selbst helfen. Wenn man im Gelände unterwegs wäre und das Ding mal ausbauen möchte, aus welchen Gründen auch immer, muss man das alleine können. Man darf nicht mit 2 Personen irgendwie dran rumwerkeln, man muss es alleine machen. Das heißt, es ist eigentlich eine geile Lösung, diese wundervollen Outdoor-Cases jetzt dafür zu missbrauchen. Aber das Ding wiegt leider halt 40 Kilo. Schön. Das sieht gut aus. So, gleiches Spiel wie gerade. Jetzt müssen wir die Dinger dann nur noch in das Löchlein führen. Hier unten der Teil müssen wir nochmal hochziehen. Das steht nämlich noch nicht richtig. Und dann ist das Ding hier drin. 8 Unterlegscheiben, 8 Muttern und ein Schraubenschlüssel, den es jetzt nicht mehr gibt. Dann fixieren wir erstmal die Schraube da unten irgendwie. Und wenn die einmal drauf sitzt, sitzt sie. Oh, Drecksau, jetzt geht er hoch. Nein! 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 So, man hätte auch diesen Schaumstoff rausnehmen können, aber warum sollte man das tun? Das wäre dumm. Jawohl. Und die letzte Nummer hier drauf. Ich weiß nicht, ob das nicht noch einen Tacken höher müsste, der Teil. Ist das geil? Leute, das könnt ihr in die Kommentare reinschreiben. Ich feiere das gerade ab. Nochmal weg, das Ding. Ne? Das ist ja unglaublich geil. Weiß ich nur noch nicht, was wir mit dem Gas hinterher machen, aber egal. Wir ziehen das erstmal fest und dann klappen wir das Ding mal aus. Komm, 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 komm. Schön anziehen, das Ding. Wiegt sich da durch, ne? Man kann es theoretisch noch mal oben ein Stückchen nachjustieren, weil jetzt steht das Ding immer noch auf der Kiste. Und die kriege ich jetzt auch weg, weil das Ding ist jetzt fest.
bombenfest. Das System ist verankert und wir haben rundherum halt noch Luft. Und wir haben den Gasbrenner. Leute, ich würde sagen, wir müssen das auspacken, das Ding. Wir müssen das hier jetzt, ich mache heißen, muss ich das rausnehmen überhaupt? Kann ich das nicht so liegen lassen? Und das Ding jetzt einfach irgendwie... Scheiße, da ist sogar Pfeffer drin. Und Meersalz. Das ist der Shit des Lebens. Muss ich das drehen jetzt oder wie funktioniert das hier? Ach nee, ah, ich kipp's runter. Haltet euch fest, Leute. Erste Stufe ist gekippt. Und die zweite Stufe ist dann die hier. Er leckt mich am Arsch, ist das nice? Das gibt's doch gar nicht. Und jetzt habe ich hier noch eine Arbeitsplatte drin. Das heißt, wir haben jetzt hier eine Arbeitsplatte, die auf jeden Fall, ich feiere das gerade so hart weg, ne, die genau auf meiner Höhe ist. Und jetzt kann ich hier noch eine Arbeitsplatte rausziehen, die ich entnehmen kann, theoretisch, oder die ich halt einfach drin stecken lassen kann, um hier eventuelle Gläser drauf abzustellen oder irgendwas anderes. Die sind ein bisschen straffer. Ich glaube, irgendwann lösen die sich nochmal. Genau, kann ich die Dinger hier drauf abstellen. Ich flipp aus. Ist das nice? Jetzt haben wir diverse Sachen noch mit dabei. Wir haben zum Beispiel da hinten Streichhölzer, irgendwelche afrikanischen Streichhölzer. Die kann sogar selber zünden. Also theoretisch bräuchte sie Streichhölzer gar nicht. Gasanschluss ist, weiß ich nicht wo, irgendwo? In irgendwo? Ja. Nee, ich muss das einweihen heute Abend. Leute, ich muss heute Abend, ich muss auf jeden Fall heute Abend irgendwie was kochen. Ich bin da voll geil drauf jetzt. Genau, den Gasanschluss, ganz normaler Verbinder dazu. Genau, wir haben einmal einen Druckminderer logischerweise oder ein Rückschlagventil. Und dann müsste man einfach mal gucken, wie man dieses System, ist ein Dometic übrigens, sehe ich gerade oben, wie man dieses System in den Innenraum bekommt. Theoretisch könnte man ja sagen, Gasflasche unten einfach hinstellen. Ist cool, aber wir haben da hinten ja eine kleine Kabeldurchführung beziehungsweise eine Durchführung für, seht ihr das? Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, für die Leitung. Idee wäre jetzt natürlich, da hinten irgendwie eine Gasflaschenhalterung zu installieren, dass man da die Leitung einfach rauskriegt. Aber so weit bin ich heute noch nicht. Ich werde jetzt erstmal fleißig gleich anfangen, irgendwie was zu kochen. Ich warte noch auf einen Kollegen, wenn der gleich Feierabend hat und dann geht das los. Dann gehen wir im Wald und wenn ihr das sehen wollt, müsst ihr auf Instagram folgen, weil es ist jetzt schon relativ spät und ich werde dieses Video geil, leider geil, jetzt gleich schon hochladen. Das heißt, ihr habt jetzt einfach quasi gesehen, wie wir diese Küche installieren und die wird jetzt auf jeden Fall eingeweiht. Das ist Feierabend. Nächste Woche kommt ein Video dazu, wie die Markise ausgebaut ist, wie das Dachzelt funktioniert und das Auto ist jetzt fast vollständig. Hinten muss ich noch ein bisschen gucken, wie wir es hinkriegen, dass man die Ladefläche passend nutzt, weil das gefällt mir noch nicht so ganz, wie das jetzt ist. Vielleicht noch einen Auszug rein oder so, um da hinten ranzukommen. Ihr habt ja gesehen, war voll die Fummelnummer, da gerade hinten reinzukommen. Und die Ladefläche so kann ich ja nicht nutzen. Hier oben haben wir übrigens auch noch einen Tisch drin. Und jetzt brauchen wir noch zwei Stühle von Frontrunner vielleicht. Und dann geht die Reise weiter. So, bleibt dem Kanal treu. Wie gesagt, folgt mir auf Instagram, wenn ihr sehen wollt, wie wir das Ding einweihen. Und dann sehen wir uns in Kürze wieder. Freitag gibt es ein spannendes Lost Place Abenteuer. Vielleicht, ich bin mir noch nicht ganz sicher, was es genau wird. Aber ja, danke fürs Zuschauen. Ich bin happy, dass das Ding doch nach so langer Zeit hier heile angekommen ist. Ich muss jetzt mir hier einen zusammenkochen, ne? Das muss auf jeden Fall gemacht werden. Und Eier kochen. Irgendwas muss jetzt passieren hier. Bis später.